Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Deep Sky Derelicts. Wir machen uns weiter auf den Weg, dieses Wrack. Wir sind schon bei 96% erkundet. Echt? Schon so viel erkundet, trotzdem 0 von 2 Missionen. Kommen wir gar nicht so krass vor. Irgendwie haben wir auch in den letzten Runs sehr, sehr wenig Gewinn gemacht. Also uns fehlt es echt an Gold. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier noch machen sollen. Da könnten wir noch runter. Aber da wird wahrscheinlich nicht mehr viel sein, wenn wir schon 96% erkundet haben. Schauen wir mal rein, dann können wir wahrscheinlich auch die Quests uns nochmal angucken, die wir machen müssen. Missionslog. Hier. Erstatte, ach, den Vizegouverneurbericht, okay. Ach, das könnten wir theoretisch machen, aber wir kriegen dafür 0 CC. Und erlange Zugriff auf die Tonbibliothek-Konsole Pro Sloth. Hier. Wir drei Hausmeister. Ja. Und Erste-Hilfe-Kasten. Schauen wir mal hier runter. Boop, boop. Nix. Da ist nochmal Gegner. Ey, die hauen ab. Da sind sie. Feindlicher Hinterhalt. Was? Ich wusste doch, dass sie da sind. Das ist immer gar nicht geil. Weggecountert. Und den sogar betäubt. So. Angriffe verhindert für 2 Runden. Was? Dann erschüttern wir euch mal. Und betäuben. Ja, der kann einfach nichts machen. Der kann immer noch nicht angreifen, ne? Nächste Runde. Negativ. Aber. Ah, warte, der hat ja eh noch. Der kennt immer noch nicht. Alter Falter. So, jetzt aber. Diebischer Angriff. 15 Schaden und jetzt erstmal Full Life wieder leechen. Nam 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 nam. Ach, dann kannst du direkt nochmal. War gut. Bis auf den Hinterhalt war das ganz entspannt. Da haben wir nichts für bekommen, nur EP. Ich find's auch krass, dass man nicht irgendwie so generell Loot bekommt. Was war hier nochmal? Pro Sloth. Datenkonsole. Was wollte der nochmal? Haben wir mit dem schon geredet? Ja, ne? Konntest du Jolas aufspüren? Ja, ich habe sie gefunden, doch sie weigert sich zu gehen. Verdammt, ich fange an zu bereuen, dass ich diesen Auftrag angenommen habe. Kannst du ihr vielleicht dabei helfen, was auch immer sie vorhat? Je schneller sie fertig ist, desto schneller kommen wir alle von diesem düsteren Mistschiff hier weg. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Dann fliegen wir mal kurz zurück. Laden unsere Energie auf und landen dann auf der anderen Seite des Schiffes, weil das ist einfacher als andere Dinge zu tun. Wir hätten auch dem Vizegouverneur Bericht erstatten können. Egal, erstmal hier war die, ne? Gutes. Da ist Jolas. Also, hattest du Erfolg. James, ein Pfarrer von Tannhäuser, sucht nach dir. Dein Ehemann hat ihn geschickt. Was haben wir da schon gemacht? Was war denn? Ach, wir müssen diese Tonbibliothek-Gedöns machen. Ach, den Auftrag hatten wir ja schon. Und das war das mit dem Ding hier. Ich weiß aber nicht mehr, was der wollte. Sind wir hier, Gegner? Als ob die schon uns schon wieder hinterhaltiert haben. So, du darfst keinen Angriff machen.
Aber bringt halt alles nichts, ne? Flächen wurden aufgedeckt. Boom. Roms. Weg die Scheiße. Wer ist. Was ist cool, ist da noch dran? Ach, das kann er nur auf sich selber machen. Okay. Dann haben wir dafür was bekommen. Hier wollte ich hin. Noch mehr von denen. Als ob die uns schon wieder gehinterhaltet haben. Wir sind doch in die. Wir wussten, dass die da sind und sind in die reingelaufen. Das ist halt einfach nur so richtig unnötiger Time Waste. So, die zwei sind betäubt, der kann keine Angriffskarten spielen. Mach halt. Der hat nur Angriffskarten. Der nächsten. Haben wir hier irgendwas mit Spotten? Da. Da musste mich angreifen. Ah, der kann nochmal. Okay. Oh, cool. Oh, nice. Richtig nice. Die nehmen wir alle. Das hat sich ja schon mal gelohnt. So, dann fliegen wir jetzt mal zum Vizegouverneur und rüsten uns neu aus. Ach, wir sind immer noch in Eile. Deswegen haben die uns die ganze Zeit hinterhältig angegriffen. Gut zu wissen. Da muss man natürlich auch drauf achten. Plünderer, tritt näher. Finde raus, was in dieser Kiste steckt. Sein Läppchenpreis von 623. Das hat beim letzten Mal so gut geklappt. Was machen wir so viel Geld? Ey, warte mal, bevor wir verkaufen, wir einmal selber ausrüsten. So, wir haben eine ziemlich coole Heilung. Das ist er. Heilungswerkzeug. Das gibt noch einmal ruhig stellen, gibt 7 Heilung, 8 Mental, 3% Ausweichen und 8% Chance, Angst zu bewirken. Ach, das ist ein. Das ist ein Chor. Okay. Ist auf jeden Fall besser als das und wir kriegen einmal ruhig stellen. Ruhig stellen weniger, das ist eigentlich ziemlich gut. So, und das ist Waffen und Technik. Waffenverbesserung, das. 6 Waffen, 8 Technik, ja, das ist auf jeden Fall. Also. Okay. Können wir den Rest verkaufen. Schrott verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Warum kriegt man so wenig Geld? Hier. Geh zum Boss. Sei gegrüßt, Brüller. Wie steht es mit deiner Suche? Ich habe die intakten Daten von der Absolution. Ausgezeichnet. Ich werde die Forscher damit beauftragen, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Gibt es noch etwas? Irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Daten? 10 Sekunden später. Die Forscher konnten die Standorte einer weiteren Gruppe von Wracks aus den von dir besorgten Daten herauslesen. Diese Wracks sind größer und gefährlicher, aber ich denke, du kommst schon zurecht. Ich gewähre dir eine weitere Arbeitserlaubnis, die ab sofort in Kraft tritt. Gibt's noch etwas? Zeit für mich zu gehen.
So, damit haben wir neue Sachen freigeschaltet. Und wie viel Geld haben wir? 170, das ist nicht viel. Oh, mehrere sogar. Level 2, Level 3, Level 3. Machen wir erstmal den Level 2er. Achso, was wir aber zuerst noch machen können, ist gucken, ob es neue Aufträge gibt. Ah, hier. Ihre Dokumente bitte. 1500 gibt es bei erfolgreichen Abschluss. Das ist nice. Das Büro für Sparsamkeit und Mühe sucht nach Salome, einem Individuum, das es wiederholt verabsäumt hat. Verabsäumt? Okay. Die nötigen Dokumente einzureichen. Ihre Spur führt zur Amanchette und ein Parson-T-Druide wurde dorthin entsandt. Finde sie und zwinge sie, die nötigen Dokumente zu vervollständigen oder hilft den Parson-T-Druiden, sie zu finden. Nach Erledigung des Auftrags erhältst du eine angemessene Belohnung. Okay, nehmen wir auf jeden Fall. Aber das ist Level 3. Wir gehen erstmal hier den Level 2er abchecken. Gucken, was da so abgeht. Okay, hier sind wir. Piept mich an und findet euch hier ein, wenn ihr bereit seid, zur Basis zurückzufliegen. Passt da drin auf euch auf, Leute. Ja. Ziggy. Mach hier hin. Jetzt scannen wir. Muss sich ja auch lohnen. Okay, es geht anscheinend danach gar nicht weiter. Hier rüber und hier rüber. Ah, Gegner. Ein Haufen Echsen überwacht den Raum. Sie geben aggressive Klicklaute von sich, als sie dich bemerken. Klick, 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 klick. Parasiten. Da steht auch nicht, was das bringt, ne? Jo, Jungs. Könnt ihr euch mal bitte entspannen? So, lohnt sich das jetzt schon? Ich weiß nicht, was Parasiten macht. Ups. Können wir das im Kodex nachgucken? Sie ist so unübersichtlich und man kann hier auch nicht suchen. Das ist halt das, was mich ein bisschen nervt. Kampfeffekte. Ja. Danke. Was Kampfeffekte sind? Aha, hier. P. Nee. Gibt's nicht. Dankeschön. Dann legen wir einfach so los. Nur 50% zu treffen. Einer ist ausgewichen. Trotzdem sind wir wieder full life. Okay. Und du machst Spott. Und versuchst den hier zu töten? Jawohl. Nice. Ihr könnt ja mal gar nichts. Ach, der war sogar betäubt. Das ist ein Pleb. Können theoretisch sagen, dass der Boy hier nicht angreifen kann. Und um den anderen kümmern wir uns dann. Minus Initiative. So, der kann nicht angreifen. Du machst hier AOE Attack. Und du kannst dem dann hier versuchen zu geben. Sehr gut. Ach, okay, der kann noch mehr machen. Okay. Verbündeter zieht zwei Karten oder lenkt 50. Ach, das hat er auf sich gemacht. Kann den auf sich selber machen. Ja, dann machen wir den hier. Nice. Ohne Damage zu bekommen. Oh, nice. Technikwerkzeug. Das ist eine Mod. Verhöhnungsbot. Beschwört einen Roboter mit 10 Gesundheit, 20 Schildpunkten, 25% Ausweichen und 8 Initiative, der in jeder Runde zu. Was? Zu. Boah, das ist so klein. Der. Zur Matschen anwendet, was auch immer zur Matschen ist. Kritisch 6 plus 6 Gesundheit und plus 6 Punkte. Boah, das ist ziemlich nice eigentlich. Wertvoller Schrott. Kaputtes Teil. Kann ich das direkt wem geben? Was ist das? Ein Technikwerkzeug. Das geht, müsste bei dir reingehen, oder? Was hat der Tank, der am meisten Sinn macht? Werkzeug, Waffen. Ja, du bist der Einzige, der das tragen kann. Warum hat der eigentlich ein Waffenwerkzeug? Das braucht der gar nicht. Dann geben wir bald mal ein anderes.
So. Zuquatschen. Eine Einheit in Diensten des Beschwörers erscheint am Schlachtfeld. Normalerweise kann pro Beschwörer nur eine Einheit beschworen werden. Ja. Aber 10 Leben, 20 Schildpunkte ist eigentlich ziemlich nice. Scannen wir mal. Da ist Loot. Suchen. Eine Energiezelle und Energiekristall. Hier auch noch hin. So viel Energie haben wir auch gar nicht mehr. Aber wir haben schon zerstörte Waffe. Schon ein bisschen was gefunden. Rivalisierende Plünderer. Versinke in der Vergessenheit. Das sind nur zwei Boys. Wir haben dreimal diebische Angriff. Selbst wenn wir kein Leben verloren haben, können wir es trotzdem mal machen, weil wir halt AOE machen dann. Oh, das durchsticht sogar. Überladen 2. Die betroffene Einheit kann keine Karten ziehen, bis der Effekt vorüber ist. Cool. Aua. Provozierender Angriff. Provozierender Angriff. Unterdrückungsfeuer. So, ist wieder voll. Können theoretisch die noch erschüttern und eventuell betäuben. Daneben. Alles egal, weil wir es wieder kriegen. So. Er ist natürlich nochmal dran. Ja, reicht, wenn wir den töten. Der andere macht eh nicht viel. Warum kann ich das jetzt... Weil hier steht Verbündeter. Aber der macht das immer auf sich selber, oder? Ja. Ist irgendwie total komisch. Oder war das ein zufälliger Verbündeter? Nee. Komisch. Ach, wir können auch hier diesen Wiederherstellungsbot machen. Ach, es gibt auch einen... Der hat, das ist ein Verhöhnungsbot und ein Wiederherstellungsbot. 5 Gesundheit, 10 Schildpunkte, 10% Ausweichen und 4 Initiative. Mit jeder Runde stellt er 20% des maximalen Schild bei allen Verbündeten wieder her. Cool. Bringt jetzt dieses Game nicht so viel, aber ziemlich nice. Bom. Weggecrittet. Der ist noch full, das heißt, da macht er einfach so einen einfachen Schlag. Kritisch. Na gut. Loben wir den mal, damit er den auch mit einem einfachen Schlag einfach umhaut. Roms. Weggecrittet. Die geben immer ganz gut Loot. Leichte Distanzwaffe, cool. Sturmdistanzwaffe, Präzisionsdistanzwaffe haben wir leider alles nicht. Ah, und sogar noch was zu holen. Gucken wir mal nach der Waffe. Das sind mal, ist okay. Leichte Distanzwaffe hatten wir ja nicht sowas. Hier, leichte Distanzwaffe 1, 7 Schaden. Die macht 9 Schaden, 4% tödlicher und hat zweimal Doppelschuss oder. Kann einen zusätzlichen Distanzangriff erlauben. Oh, cool. Eigene Initiative plus 5. Ja, die ist auf jeden Fall mal besser. Cool. Und jetzt macht er auch mehr Damage. So. Sollten wir mit 400 uns zurückziehen oder hoffen wir darauf, dass wir einen Dingens finden? Wir hoffen mal darauf, dass wir einen Landeplatz finden. Das war nicht so klug. Einen guten Preis. Delicio-Kölle. Cool. Wir müssen wahrscheinlich gleich Energiezellen aufbrauchen. Nevermind! Ach, das ist gar nicht. Doch, das ist eine Landezone. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht so ein Ding. Nice. Hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war auf jeden Fall ein guter Run. So, können wir einmal Schrott verkaufen für 300. Nice. So, und das bringt uns nicht viel. Das bringt uns nicht viel. Das bringt uns nicht viel. Haben wir 600. Ich war nämlich am Überlegen,
Mir gefällt nämlich mein Anführer nicht so gut. Ob ich nicht dafür irgendwie was anderes anheuer? Wir haben Erfinder und Schläger. Können wir den untersuchen? Ah, ja. Zerstört Deckung, verursacht 8 Schaden an zwei benachbarten Feinden. Verursacht zusätzlich 4 Schaden an der betroffenen Einheit, falls ihre Deckung zerstört wurde. Die kosten halt auch sehr viel, sich für Neues zu holen. Die sind dafür aber auch gut ausgerüstet dann direkt. Aber das heißt, wir müssen gucken, wir tauschen. Weil ich bin echt nicht zufrieden mit dem Anführer. Der macht halt irgendwie nicht wirklich was. So, Research Workshop. Nein, nicht Research. Medical. Aber hier, 24 uns noch aufladen. Okay, dann können wir direkt weiter. Mal den Loot gucken. Was wir noch so looten können. Schaut euch mal den Looter an, wie der Looter looten kann. Oh, jetzt hätte ich fast wieder zurück zur Station gedrückt. Da wird wahrscheinlich nichts sein, das wird jetzt richtig unnötig sein, aber. Ich wollte trotzdem der Vollständigkeit halber. Der Vollständigkeit halber. Einen noch. Und dann. Ah, hi. Haben wir denn da? Ah, die schon wieder. Nehmen wir auf jeden Fall mal einen runter. LOL! Oder zwei. Ah, anderthalb. Ja, mit dem bin ich super zufrieden, aber wenn er kein Schild hat. Weil er einfach sich selbst wieder hochleechen kann ohne Ende. Mit dem bin ich zufrieden, weil er gut tankt. Aber der Boss ist irgendwie so. Meh. Datapad. Das können wir beim letzten Mal einfach nur verkaufen, ne? Prismenförmige Kristalle. Die Crew verursacht bei Anwendung 10 und lang plus 10%. Plus 10% was? Plus 10% Kartoffeln oder was? Wahrscheinlich Waffen. Schaden. Tolle Sackgasse. Wupp, 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 Uff! Was geht denn hier ab? Ja, dann mal rein ins Getümmel. Chaos, Anarchie, Raaak! Geben wir dem Boy mal minus 7 Initiative. Und dann vermöbeln wir den. Oh ne, wir können hier erschüttern. Beide betäubt. Nice, nice, nice. Machen 14 Schildschaden auf beide. Geil. Und da die betäubt sind, das ist ziemlich nice. Dich, was hat der da? Minus auf Initiative, okay. Na, erstmal den. Keinen zusätzlichen Distanzangriff. Tschu. Warum jetzt doch nicht? Ach, weil das. Weil das kein Distanzangriff ist. Alles klar. Hätte ich mir mal besser vorher angeguckt, was da liegt. Ja, und das war jetzt auch doof, weil ich genau jetzt mein Schild wieder bekomme. Naja, machst du nix. Was? Hat der gerade seinen Kollegen getötet? Räuber in den Wahnsinn treiben Schänder. Hä? Okay.
Habe ich jetzt nicht verstanden, aber wenn er das will, werde ich auch nicht widersprechen. Provozierender Angriff. Heben wir uns für nächstes auf. Immer noch so extra Damage, oder? Nee. Aber Mignola ist nochmal dran. Oh, nevermind. Tachyon Chip. Kann zu einem guten Preis verkauft werden. Und noch so ein komisches Starter-Pad. So, dann machen wir noch. Hier. Hier schon wieder. So. Ja, komm. Klatschen wir den ein. Und dann auch noch mit. Du kannst hier. Oh, schneller Schuss, einfacher Schlag. Okay, dann heben wir uns das diesmal auf. Das war easy. Suchen wir mal. Holo-Video. Bei Anwendung erhält die Crew 57 Erfahrung. Okay, wie viel ist das? Gucken wir jetzt gleich mal, wie viel wir brauchen für ein Level Up. Ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Suche an Bord des Schiffs nach den Daten. Jemand ist gekommen. Ist es wirklich jemand gekommen? Sag mir, hast du meine kleine Lieferung mitgebracht? Nein? Ja, nein. Du hast mir meine liebsten Dinge nicht mitgebracht. Dann geh und finde sie. Was immer die liebsten Dinge sind. Wissen wir zumindest Bescheid, dass da die Daten sind. Und wir haben auch nur noch 190. Wir bräuchten genau 190, um da anzukommen. Wenn wir Eile machen, brauchen wir nur 95. Okay, dann beeilen wir uns einmal und können da gleich nochmal hin. Hoffen, dass dann die Begegnungen noch alle da sind. Bevor ich es vergesse, gehen wir mal wieder normal, damit wir gleich nicht gehinterhaltet werden. Gut ist, dass Energie richtig billig ist. Da kann man sich das mal leisten. Sachen verkaufen. 121 nur. Kann ich mit den Dingern irgendwas... Okay, jetzt habe ich sie verkauft. Ich wollte eigentlich Rechtsklick drauf machen, aber okay, verkaufen einfach mal. Das kannst du vergessen. Ja. Okay. Die Erfahrung behalten wir. Jetzt haben wir wie viel? 800, okay. Das ist leider nicht so viel, wie wir diesmal bekommen haben. Aber schon erfolgreich einiges erkundet. So. Ich wette, hier oben ist noch so eine Landestation. Und wir hätten die gerade einfach finden können. Ich will mal kurz... Wir gehen mit Eile, marschieren wir mal hier hoch. So, mal hier hin. Ich wette, wir werden jetzt irgendwo angegriffen unterwegs. Oh, nice. Dann. Oh ja. Wrackaufseher. Du erkennst einen Hagen wild aus den Eremiten. Quiz, Quiz, ich liebe Quizze. Möchtest du an einem teilnehmen? Ja. Erzähl mir mehr. Ragnars Quizmaster. Es ist ein Quiz, in dem du ein Wissen gegen den Quizmaster, mich, testen kannst. Hehe, beantworte 5. Nein, 3 Fragen. Richtig. 3 Fragen, richtig. Dann erhältst du einen Preis. Wenn du eine Frage falsch beantwortest, sauge ich all deine Energiereserven ab und überlasse dich deinem Schicksal. Dasselbe passiert, wenn du versuchst, mich anzugreifen. Ich weiß, klingt lustig. Also, bist du dabei? Ich glaube nicht, dass du meine Energie absorgen kannst, stirb, Straßenköder. Wollen wir das einfach mal probieren? Ja. Das machen wir, wenn unsere Energie kurz vor Ende ist. Erstmal erkunden wir hier noch zu Ende und wenn unsere Energie eh low ist... Oh, ah ne, ich dachte, der wäre jetzt weg. Verbanntes Supraleiterfeld, okay. Gehen wir hier hin. Ah, Hausmeister, ihre blante Mutter gesichtet. Begrüße sie mit Laserfeuer. Okay. Ja, vermöbeln wir mal einen von euch. Die haben eh alle so wenig Initiative, dann ist das eigentlich egal. Dann können wir auch dir... 33% extra Damage geben. 14 Damage. Auf den oberen. Piu, piu. So, und du kannst 11 Damage und spotten. Roms. Voll aus dem Leben geholzt. Hey. Die ignorieren meine Schilde, das finde ich gar nicht geil.
Zack. Ach krass, der hat meine gesamten... Selbstaufladung, okay. Der ist betäubt. So, dann können wir genau mal 7 Damage auf dich machen. Ah, so dass 6 Damage gemacht hat. Tja. Bisschen Overkill, aber ist halt so. Schlage dich mal. Selbstaufladung bringt nicht sonderlich viel. Nice. Betäubt. Oh, der gefällt mir, der macht richtig Damage. So, 4600, da bringen die 50 EP jetzt auch nicht wirklich viel. Oh. Noch mehr Leute. Findest eine Gruppe Schocklinge, die Teile eines alten Druiden verzehren. Als sie bemerken, dass du dich näherst, schießen elektrische Funken aus ihren Körpern. Jetzt hat alle dran, die haben relativ hohe Initiative. Aua. Die alle mit ihrem Durchstich, ey. Aha, der nicht. So, 2x7. Tschüss. Als ob der mit 10% ausweichen. Wieder Herstellungsbot. Jungs, hört mal auf damit. Ey. Ah, der hat ihn trotzdem betäubt, auch wenn er ausgewichen ist. So, diebischer Angriff. Jawohl. Schon wieder full life. So. Wie kann es eigentlich sein, dass sie mit 10% Ausweichen permanent am Ausweichen sind? Nachdem du die Schocklinge besiegt hast, findest du etwas, was aussieht wie die Hälfte eines seltsamen Objektes. Okay. Sicherer Hafen. Ach, finde die Lieferung für Barclay. Kennst du das für Außenseiter? Brauchst du Hilfe? Nein. Alles klar. Wie wäre es, wenn wir ein wenig handeln? Also Schrott verkaufen. Okay. Ja. Boah. Ist auch nice. Das sind diese uralten Lehren, die uns einen Perma-Buff geben. Kann es aber nicht leisten. Da kommen wir nicht hin. Wegen der Siedlung. Okay, dann probieren wir jetzt mal das Quiz. Ich werde bei deinem Fragenspiel mitmachen. Es geht los. Was mögen Kumpelschlachter am liebsten? Pff. Was ist das denn? Raubzugebeute zermalmen, Kumpel zerschmettert. Also Kumpel sind es wahrscheinlich nicht. Obwohl vielleicht doch, weil die Kumpels schlachten. Wenn keine Kumpel da wären, könnten die auch keine Kumpel schlachten. Wahrscheinlich... Beute. Oh, du liegst falsch. Der Eremit macht seine Drohung wahr. Er saugt deine gesamte Energie ab und verschwindet. Alter, willst du mich verarschen? Krass. Was war das denn für eine Frage, bitte? Ich bräuchte 180, um mir da wieder zurückzugehen. Ja gut. Da müssen wir dann Energiezelle für raushauen. Können wir aber auch hier noch schnell hin.
Das war frech. Triffst auf einen Eremiten, der einen abgetretenen Roboterhand begutachtet. Und so etwas entscheide ich nicht zu bemerken. Was hast du da? Du hast einen kurzen Blick auf den Gegenstand, ehe der Eremit dich bemerkt und ihn schnell versteckt. Es sah aus wie ein kleines metallisches Objekt. Meins, das ist meins. Du, geh, geh, finde eigene Dinge, die du bewundern kannst. So, da das der gefühlt der gleiche Eremit ist wie eben. Erstmal, ich bin nur neugierig, was es ist. Neugierig bist du, neugierig. Das wundervolle Halbobjekt gehört mir, mir. Gib es mir oder ich lasse dich bluten. Laser hat erfolgreich eine mentale Herausforderung gemeistert. Nimm, bitte, kein Weh, Schmerz. Okay. Der Eremit huscht eilig davon, nachdem er dir das Objekt gegeben hat. Okay. Hier geht's noch weiter, hoffentlich nicht zu weit. Lüftungsgittern. Also Wurmlinge kriechen aus Lüftungsgittern. Ja. Keine Ahnung. Stirb, Ungeziefer. Na gut. Immer wieder eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, what? Sturmdistanzwaffe habe ich nicht, aber hier. Cool. Das ist eine gute Mod. Oh mein Gott, es geht da noch weiter. Lass mal hier mit den 120 zurück. Ich hoffe, dass das, sobald wir auf 0 Energie gehen. Oh. Scheiße. Jo, ich denke, wir müssen. Wir müssen gleich wieder Energiezellen benutzen. Welchen Hausmeister greifen wir zuerst an? Der in der Mitte ist halt doof, weil der von AOE mitgetroffen wird. Obwohl, wenn ich den in der Mitte töte, gelten die anderen als benachbart? Das würde ich gerne mal herausfinden. Kannst du mal aufhören? Ja, der ist zu gut, um den nicht zu machen. Nerviges Gelaber, Spott. So, diebischer Angriff. Tschüss. Fehlschuss, Fehlschuss. Ach krass! Das spottet nicht nur, sondern gibt auch einfach 40% Fehlschuss. Oder 20%. Okay. Als nächstes nehmen wir dich. Jetzt kann ich eigentlich wirklich Schildentladung machen, weil das macht am meisten Damage und ich habe einen Dude, der spottet. Selbstheilung, okay. Dann vermöbeln wir dich mal. Und betäubt. Ach, das ist von dem, was wir geskillt haben, dass der automatische Chance auf Vermöbeln hat. Betäuben. Hat er jetzt gerade zweimal einfach nervig gelabert? Oh, schade. So, dann machen wir noch einmal diebische Angriffe und versuchen uns weiter aufzuladen. Ah, sind voll. Versteinert er den Kopf. Sammle 3 Hausmeistersatzteile, okay, so. 60, mit 30 kommen wir genau dahin. Ach, komm schon. Scheiße.
Nerviges Gelaber. Keine Ahnung. Du siehst mächtiger aus. Bist du denn biologisch? Ja, hoffentlich. Ja. Extra Damage. Systemstärken. Reinigen von. Achso, von überladenen Effekten. Okay, wir buffen uns trotzdem erstmal hoch. Du kannst keinen Angriff machen. Du verhöhnst. So, jetzt diebischer Angriff. Lecker, lecker. Wieder Full Life. Richtig nice, das Ding. Also selbst wenn du einen ausweichst, kriegst du einen zweiten ab, okay. Du kannst. Ich will nicht spotten. Wir haben ja hier unseren Bot, der spottet. Unseren Spottbot. Hey! Kannst du mal aufhören? So. Minus 5 Initiative. Ich meine, du bist eh ganz am Ende. Hast jetzt 0 Initiative, aber egal. Du kriegst noch eine erschütternde Granate. Du wirst nicht spotten. Vergiften? Auf wen hat das jetzt gemacht? Ja. Als ob der keinen Angriff hat. Tschüss. So, können wir jetzt auch normal weiterlaufen. Ja, das hat ordentlich Energiezellen gefressen. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein mit unserer Energie. Aber wir können auf jeden Fall mal Schrott verkaufen. Energie auffüllen. Unsere Quests abholen. Aufträge aus Schrott macht Kohle. 1200, geil. Okay, dann umrüsten. Du hast einen schweren Nahkampf. Schwere haben wir schwere Distanzwaffe? Nee, ne? Und eine leichte Distanzwaffe. Sturm haben wir auch nicht, okay. So, Kerne haben wir nichts. Okay, dann Werkzeug. Hier gibt es, ach, das sind neue Werkzeuge. So, ach, wir wollten, Waffentechnikwerkzeug ist okay. Haben wir noch Mods? Nein, nur Kerne. Gucken wir mal. Metallwerkzeug. Macht Sinn. Boah, das ist geil. Das ist Heilung und Mentalwerkzeug. Warte mal, kann der das tragen? Ja. 12 Heilung plus 4 Initiative. 3 Runden lang 50% ausweichen und 7 Initiative. Das ist auf jeden Fall gekauft. Dafür können wir ihm hier, statt diesem hier mit dem Lob, was nur 5 Mental gibt, hier 8 Mental, 3% ausweichen und Chance Angst zu bewirken geben. So, und dann Waffen- und Plünderwerkzeug. Was du? Waffenwerkzeug und das gibt 12 Waffen, 9 Plündern, 10 Wiederverwertung. Ja. Nice. Okay, dann können wir den Rest hier auch verkaufen. Alles, was wir jetzt nicht ausgerüstet haben, können wir verkaufen. Ah, wobei die Frage ist natürlich, ob wir das nochmal zurückhalten, weil wir jetzt unseren Captain austauschen wollten. So, Schrotter. Was macht denn der Schrotter? Der hat eine Schrotdistanzwaffe. Wildes Geballer. 33 Streuung. Verursacht kritische Treffer. Ist auch ein Nahkämpfer, ne? Auch Schrotter. Schlägertyp haben wir schon. Anführer wollen wir nicht. Schrotdistanzwaffe. Der geht auf Waffen. Und hat ein Schild. 33 Schild. Unsichtbarkeit für 3 Runden. Achtzehn Prozent deaktiviert bei Treffer. Eine Karte für eine Runde. Was?
vermöbeln. Streuung. Bestimmt die Schadensaufteilung zwischen Ziel und benachbarten Feinden. 0% bedeutet keine Aufteilung, während bei 100% Streuung der Schaden komplett gleichmäßig aufgeteilt wird. Schlägt zweimal zu und versorgt pro Schlag. Okay, das ist... Ja. Das ist der dreckige Schlag. Oh, macht 13 Damage. Das ist eigentlich ziemlich nice. Schrotdistanz für Krafthandschuhe. Ich glaube, den kaufe ich. Kriege ich irgendwas dafür, wenn ich den entlasse? Kann ich dem vorher seine Sachen wegnehmen? Nein. Doch. So, und jetzt wollte ich den Schrotter hier nehmen. Achso, dafür muss ich erstmal dich entlassen. Dich nehmen. Okay. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir für dich noch irgendwie was Vernünftiges haben. 33 Max Schild. Ne, das ist besser auf jeden Fall. Bei Waffen können wir auf die Mods gehen. Du hast Distanzwaffe. Da kannst du noch die Granate dem geben. Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt haben will. Reichdistanzwaffe bringt nichts. Und schwere Distanzwaffe. Das ist aber eine Schrotdistanzwaffe, okay. Schild. Habe ich nur das, okay. Werkzeuge. Du hast jetzt Heilungstechnik-Werkzeug, das ist Heilungsmental-Werkzeug. 9 Technik, 8 Heilung, 9 Heilung, 6 Max-Schild. Okay. Bleiben wir mal so. Glaube ich. Obwohl die auch schon ziemlich nice ist eigentlich. Machen wir so. Die Waffen wollen nicht. Okay, dann verkaufen wir mal den ganzen Scheiß, den wir jetzt nicht ausgerüstet haben. Obwohl die erschütternde Granate schon eigentlich gar nicht so kacke ist. Wenn man mal zwischendrin nicht angreifen kann. Nee, braucht er aber nicht. Der hat genug anderen Scheiß. Ah, wobei, wie viele Nicht-Angriffswaffen hat er? Sorry, dass ich hier so hin und her springe. Also ein bisschen nicht so wirklich viele, ne? Aber es sind halt 4 Karten, die dann einfach futsche sind. Nee, wir lassen es so. Letztes Wort. Wir lassen es und verkaufen jetzt mal die ganze andere Scheiße hier. Da haben wir auf einmal wieder Geld. Glaubt man gar nicht. So, mit dem Geld können wir hier quasi mal gucken, ob wir hier irgendwas researchen können. Tagelöse brauchen wir nicht. Inflationskosten. Ach, hier diese hochentwickelten Implantate sind eigentlich ganz interessant. Ach, hier kann man Sachen herstellen. Ah. Interesting. Das hätten wir uns vielleicht mal angucken müssen, was wir da... maximal Energiereserve ist eigentlich vielleicht auch nicht schlecht, weil wir da momentan ein bisschen immer am Rumkrebsen sind. Und das ist ja auch ein generelles, dauerhaftes Upgrade. Und wir erhöhen mal die Scan-Reichweite. So, und dann halten wir uns zurück mit dem Rest. So, das war doch mal eine erfolgreiche Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!